Ich bin Marlies Müller und habe im September 1978 zum ersten Spielgruppenmorgen 12 Kinder begrüßen. Warum habe ich eine Spielgruppe gegründet? Meine jüngste Tochter war hier 5. Ihre zwei älteren Schwestern schon in der Schule. Und wie alle Kinder in diesem Alter hat sie mit gleichaltrigen Kindern spielen. Und wir haben in unserem Drogeriegeschäftshaus einfach eine ungünstige Wohnsituation gehabt. Wir hatten einen schönen Garten gehabt, aber keine unmittelbaren Nachbarskind und vor dem Haus die gefährliche, viel befahrene Kantonstrasse. Und so hat sie einfach keine Gelegenheit gehabt, mit anderen Kindern zu spielen oder andere Kinder zu treffen. Und so ist die Spielgruppenidee gewachsen. Ich habe dann ein Gespräch gesucht mit anderen Müttern und habe viel Interesse gespürt. Und Cecil Zemt war hier Präsidentin vom katholischen, also Co-Präsidentin vom Katholischen Frauenbund. Sie hat mich ganz fest ermutigt und unterstützt. Und der Frauenbund war bereit, die Trägerschaft zu übernehmen. Es war aber von Anfang an klar, dass die Spielgruppe selbsttragend sein sollte. Jetzt bin ich auf die Suche nach einem geeigneten Raum und habe keinen gefunden. Und so habe ich ganz spontan halt unser grosses Spielzimmer und das Arbeitszimmer frei gemacht. Und weil mir als Kindergärtnerin das Spiel, die Pflege für meine eigenen Kinder immer ganz wichtig war, habe ich auch genug geeignetes Spielmaterial für die ersten 12 Spielgruppenkinder. Ich habe kein Startkapital gebraucht. Und weil keine Miete angefallen ist, habe ich mit 20 Franken pro Monat den Elternbeitrag eigentlich sehr tief halten. Zu dieser Zeit hat man ja bei uns im Dorf nur ein Jahr den Kindergarten besuchen können, aber erst mit 6. Und so ist die Spielgruppe eigentlich ein Bedürfnis vom Kind mit Gleichaltrigen zu spielen sehr entgegengekommen. Wertvoll war dabei, dass sie ja zweimal in der Woche regelmässig gekommen sind. Und so sind sie zu einer Spielgemeinschaft geworden. Ende Oktober 1980 konnten wir in unteren Raum im Kindergarten Kielefeld zügeln. Die politische Gemeinde hat uns den gratis zur Verfügung gestellt. Und dafür sind wir natürlich riesig dankbar gewesen. Und so ist es dann fast 40 Jahre geblieben, bis der Kindergarten kratzfrei geworden ist. Das einzige Zuhause der Spielgruppe.